Moin Leute und herzlich willkommen. Wir sind's wieder, die Wild Boys. Was machen wir heute? McDonald's. Wir machen heute Lost Place. Oh yeah, wieder Lost Place, Leute. In der Käsestation, wollte ich fast sagen. In der Butterfabrik. In der Butterfabrik. Dann geht's los, Alter. Tschüss. Was geht ab? Das war Kevin. Lifehack Leon ist auch dabei. Was geht ab? Den Namen hat er heute bekommen. Seidler ist dabei. Jo. Du hast so gekackt. Nee, hab ich nicht, nein. Riech doch mal. Hast du das? Ich hab das nicht, riech das auch. Richtig, hast du in die Hose geschissen? Oh, hey. Riecht mies. Ja, Leute, ich war das nicht. Ich bin nicht aufgeregt. So, wir brechen jetzt auf, Leute. Ein Spritzpups. Oder ein. Je nachdem. Bis später. Hui. Man kann nichts sehen, Leute. Hier ist auf jeden Fall ein Hund. Da vorne. Wie shit me in die Büchse. Ich könnte leider nichts sehen, Leute. Das wird heute ein Podcast. Aber macht nichts. Wir gehen mal weiter. Versuchen wir mal eine Taschenlampe, Leute. Es riecht nach Bier. Nach Bier. Sieht aus wie so ein Malermeister. Oder? Da ist er. Seidler Wild Boy. So, zwei nach links, zwei nach rechts. Oder was? Es geht wieder los. Da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Guck mal, Leute. Ich bin doch Höhlenforscher, Timmy, Alter. Natürlich gehe ich da rein. Das, guck mal, wie weit. Ist das nett? Ja, klar. Wir haben hier so einen Tunnel gefunden und die gehen da jetzt rein. Höhlenforscher Timmy ist wieder auf Expedition. Kommt ihr mit? Na, auf keinen Fall. Warum? Wie, warum? Ich geh doch vor. Jetzt stell mal vor, da kommt jetzt so eine Tussi mit langen schwarzen Haaren angerannt. Ganz schnell. Du kommst hier nicht mehr raus so schnell. Weiter, Leute. Aber bitte, bitte fort jetzt nicht, ey. Oh, shit. Das ist immer so scheiße, wenn das Ding losgeht. Ich kann nämlich sagen. Ja. Nicht forzen. Wir sind gleich auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass das so schlau ist, Alter. Das müssen wir sehen, Digga. Jetzt stecken wir schon zu tief drin. Schauen wir mal. Ich muss dich mal einstecken. Ich kann nicht filmen, leuchten, Walkie-Talkie machen gleichzeitig. Ja, geht weiter. Ja. Ich kann nicht mehr machen. Alter, da geht's richtig tief runter. Nee. Doch. Da geht's richtig tief runter. Aua. Ach, scheiße, Digga. Alter, da geht's richtig runter. Boah, das ist riesig. Geh weiter. Leute, das ist riesig. Da geht's richtig tief runter. Das Lustige ist, wir sind noch nicht mal da angekommen, wo wir eigentlich hin wollten, aber die sind jetzt einfach so random in so einen komischen Tunnel hier reingedingst. Denkst du, was eigentlich so voll gefährlich aussieht? Die schwenkt nochmal um hier, leuchtet mal ein bisschen rein. Keine Ahnung, Mann. Eigentlich sind wir hergefahren und ich habe gesagt, das Wichtigste ist heute, dass wir vorsichtig sind. Und die sind jetzt in so einem komischen Tunnel, Alter. Das, nee, das geht nicht tief runter. Da ist Wasser. Sehe das Wasser. Wir kommen nicht weiter. Kevin hatte recht. Aber geht das irgendwo links weiter dann? Da hinten geht's weiter. Rausziehen und rein? Es ist knietief, das Wasser. Also wir sollten da durchlaufen, barfuß. Wir können hier oben an der Decke langlaufen. Ninja Warrior, Digga. Einmal hier, ach, hier oben, guck mal, da kann man da raus. Hier über dir. Meinst du, das hält? Auf jeden Fall.
Wollen wir sonst erstmal zurück und gucken, was noch so geht? Ja, auf jeden Fall. Boah, Alter, das ist verdammt eng hier. Boah, jetzt geht los. Ist gut? Ja, let's go. Knie tief im Wasser. Da geht's aber auf jeden Fall weiter. Das Erste, was ich gesagt habe beim Auto, ist, heute müssen wir vorsichtiger sein. Und das Erste, was ihr macht, ihr geht einfach in so einen Ton random. Ihr wart auch direkt weg und wir stehen hier, Leute. So, Leute, was ihr nicht mitgekriegt habt, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Wachhund. Ja, echt. Der hat uns eben schon heftig angebellt. Also zum Thema vorsichtig, tief. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir waren an so einem Zaun und direkt hat so ein Wachhund gebellt. Das war schon mal das Erste. Das Zweite war, die Jungs hauen ab in so ein Rohr. Sind die Rohrboys, Leute. So, das müssen wir da rein. Hier ist erstmal ein Kessel. Nach vorne und hinter der Tür links. Hier ist Flabber drin. Wenn ihr euch mit rausmacht, da schnappt er aus. Leute, werdet ihr nicht so viel sehen, Leute. Wir müssen immer wieder Licht ausmachen, damit der Kampfhund nicht kommt. Wir melden uns, sobald wir euch wieder was zeigen können. Wenn wir jetzt hier gleich Geräusche hören und irgendeiner sagt vor uns, ey, weil einer Angst hat, so wie ich, dann sagen wir, ja, rotes Licht noch besser. Das ist richtig gut. Ja? Ja, das, ja, sieht man, das nicht siehst du nicht. Okay, trotzdem. Sag nochmal von vorne. Halt's Maul jetzt. Rotes Licht. Wenn ich hier gleich wieder Panik kriege und ich sage, Leute, chill, ja, dann halten wir einmal zusammen und stellen uns zusammen und hören, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Und ich dann rede, hey, guck mal hier, guck mal hier. Weil nur so können wir sicher, halt's Maul, du Scheiß, was? Komm weiter, ey. Ich sehe überhaupt nicht. Rotes Licht siehst du. Ich mach einmal kurz Licht, einmal kurz. Okay, hier können wir durch. Bis gleich, Leute. Wir gehen jetzt in das große Gebäude, Leute. Wir können euch nicht so viel zeigen. Dr. Doolittle. Saugen Sie Ihre Reifen. Hier ist das voll geschissen. Digga, hier geht's hoch. Meine Frau hat extra gesagt, wenn wir dreckig sind, die killt uns, Digga. Die Schuhe im Auto aus. Hier, kriegst du Pfanne, wenn du oberkörperfrei da reinspringst. Oh, ich bin erschrocken, Alter. Ich hab nicht gesehen, dass du schon hier bist. Sonst frage ich mich eben nicht. Ui, Memo. Wir filmen mit 4 Kameras. Das wird ein Geschnibbel, Alter. Diesmal machst du. Ich kann mich hier wieder richtig Gas geben. Warum da so viel Lächeln? Premium Graffiti Art. Natürlich alles voll Graffitis. Das bei jedem Lost Place ungefähr gleich. Homo Henry. Die werden ihn, werden Homo Henry auf jeden Fall nie vergessen. Kannst du die nicht niedrige machen? Ja. Kann nicht. Das wird das gleiche Stockwerk sein wie eben. Guck mal, der gleiche Schacht. Oh, Alter. Nur noch höher. Da ist er. Geh doch nicht so nah ran, Junge. Das riecht auf jeden Fall so. Das ist der ganze Haufen. Seidler. Oh, fuck. Da musst du jetzt aber hin.
Das ist dein Format. Moin Leute, was geht? Oh. Leute, ich bin erschrocken. Das ist Taubenscheiße, was hier so riecht. Wenn wir sowas haben. Oh, das hat jetzt richtig weiter. Das war wie ein Schiffsraum, ey. Das ist nicht. Das hat mit Lost Place nichts mehr zu tun. Das ist gleich gar nichts mehr Lost. Die ganzen Polizisten sind da. Hier sind die Löcher in der Decke, die wir eben von der anderen Seite gesehen haben. Fall da nicht rein, ey. Bin heulig. Das ist mein kleiner Bruder, müsst ihr wissen, Leute. Ich glaube, hier geht's aufs Dach. Oder? Jetzt müssen wir die Taschenlampen ausmachen. Sind auf dem Dach. Meine Beine, der. Tim, ich glaube, es ist Zeit für die Regelshow. Proteinbar. Schau mal. Peanut Flavor. White Coconut Flavor. Bada bang, bada boom. Probieren? Nee. Nee. Oh, moin Leute und herzlich willkommen zu Tim's Regelshow. Der Regelshow im Internet auf 50 Metern. Wie hoch sind wir hier? Keine Ahnung, wir sind hier oben auf dem Dach von der alten Käsemilch. Nee, Butterfabrik. Butterfabrik, Leute, Butterfabrik. Ich sehe überhaupt nichts. No way bar, Leute. Ich kann nicht so laut reden. Ihr wisst, hier ist ein Hund. 1,2 Gramm Zucker pro 100 Gramm. 366 Kilokalorien. No way butter. Too good to be a vegan bar. Butter Cookie. Sieht gut aus, riecht gut. Das könnte auch der Cody Cody Riegel sein. Jetzt muss ich ehrlich sein. Ich hab mir Survival Leon geschenkt. Lifehack Leon. Hier ist gefüllt, aber sehr sämig. Willst du mal probieren? Das schmeckt gut, aber sämig. Ich gebe dem Riegel eine. Kevin steht zwar hinter der Kamera, aber Trommelwirbel. Sieben Punkte. Sieben Punkte, Leute. Was gibst du dem Riegel? 3, 2, 1. Eine 6. Alles klar, 6 von 10. Schaltet doch das nächste Mal ein, wenn es heißt, Timmy probiert Riegel für euch, damit ihr wisst, was schmeckt. Jetzt geht's weiter. Du bist ja was für. Ja. Die Regelshow da oben machen soll. Ist zu spät. Muss man mal auspassen. Kevin hat gesagt, wir müssen vorsichtig sein. Nicht. Ganz gut. Von da unten sind wir gekommen, Leute. Da ist Meckes. Komm, wir gehen wieder runter, wa? Oh, warte. So, jetzt müssen wir wieder ins Stinkehaus, Alter. Geil. Ins Stinke-Trap-Haus. Kinder, Spieleparadies. Wie kannst du jetzt springen? Das ist wie bei den Simpsons, ne? Nie geguckt. Nie geguckt? Ich hasse Simpsons. Finde ich absolut nicht lustig. Auch nicht die alten Folgen? Nein. Guck dir mal die ersten Folgen Nein. an. Finde ich schlecht. Leute. Ich bin empört. Schreibt's in die Kommentare. Was sagst du zu den Simpsons? Ja, schon ein bisschen overrated, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, danke. Beste Mann. Leute, ich bin an der Stelle raus. Wir fahren jetzt nach Hause. Wie ist eigentlich dein Survival-Name? Cayenne-Pfeffer-Kevin. Da haben wir es. Cayenne-Pfeffer-Kevin. 19.06.22 hat hier jemand Liebe gemacht. Und wir waren live dabei. Das waren Seidler und ich. Jetzt müssen wir wieder den. Müssen hier den Scheiß wieder ausmachen. Hat die nochmal vorm Ausmachen der Blitzer angehen müssen. Wie sieht das aus wieder, wie als wenn Walter und Jesse hier gewesen
her. Nur Jesse. Das ist übrigens sein erstes Lost Place. Zum Glück. Und wie ist er? Da könnte noch ein bisschen spannender sein. Hast du einen Angstschiss? Könnte noch ein bisschen spannender sein. Braucht ihr noch Sicherung? Mach mal Licht an. Digga, was ist das? Ist das irgendwie so Sicherung oder so? Ja, die klappt, die knallen, wenn du die auf den Boden schmeißt. Da sind ganz viele davon. Zeig mal her. Komm mal nah ran. Wir müssen das den Leuten mal präsentieren. Was ist das denn? Oh, das sieht aus wie Patronen. Oh, das sind Sicherungen, ne? Kann das mal in die Kommentare schreiben. So. Oh, Baupläne oder so. Modern. Das ist das schwarze Album. Schrauben drehen, modern drehen. Hier sind Edelstein modern, oder? Die können wir mitnehmen hier. Spielen wir ein bisschen. Go-Go's. Ja, bei dir hieß das keine Ahnung, oder? 5 Pfennig, bei uns hieß es Go-Go's. Ja. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr die Go-Go's noch kennt. Das haben wir auch mit Pokémon-Stickern gemacht früher. Oder kennt ihr noch mit diese Stickern? Ja. Diese Caps. Ja, Chupa Chups Caps. Hatte ich mit Power Rangers drauf. Geil. Ich hatte auch den Metall-Slammer von Chupa Chups. Damals habe ich alle hatten so ein Plastikding. Ich kam immer an, Digga. Mit dem Metallding, ne? Digga, ich habe 100 Dinger umgedreht mit einem. Ja, ja. Da hinten auch ein Stück. Ist das von dem Dog, Leute? Das ist Dog, den Waldboys-Jäger. Jetzt neu auf RTL 2. Waldo, der Zombie von den Kindern. Auf der Ball immer wieder geflogen. Alle hatten Angst. Die Geschichte das ist. Das war Hey Arnold, Alter. Nee. Ja, safe. Und da war das gar nicht Stand so schlimm. By Me? Ne, war das Stand By Me? Stand By Me? Ne, ich weiß, was den habe ich nie gesehen. Ich weiß, was du meinst, Digga. Da sind so viele Bälle und ja, keine Kotze. Ja, der ganze Film geht auch zum Schluss an dem ja, gespielt. Genau. Und da war gar nichts. Die ganze Film ging um die Bälle von den Jungs. Ja. Wir haben den falschen Film geguckt, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch weitergehen sollten. Ey, wo ist der Hund? Ich glaube nicht, dass der wirklich hier raufkommt aufs Gelände, aber... Ich glaube, der Hund ist nicht angelangt. Feuerwehrschlauch. Krass. Da würde ich mich mal ranhängen wollen. Schon, ne? Wie ein Lost Place hängt er da wieder zu zweit. Oh. Das ist Wilma. Alter. Sie greift an. Batman. Guano. Ja. Die Bärs waren hier. Die Old. Lederbalsam. Für meine Füße, Alter. Was ist das? Lederbalsam für die großen Balls. Beutel voller Zeug. Wir machen Pakete-Opening. Wahrscheinlich ist hier einfach alles voller Asbest, Leute. Und deswegen soll man hier nicht rein. Komm, wir gehen mal woanders hin. Wir machen wieder unser eigenes Ding. Ihr kennt doch das Spiel. Schnell weg hier. Hier ist ein Keller. Ist aber zugeschweißt.
2012 ist wahrscheinlich abgelaufen. Ach, eine gute alte Aufsatzdose hier. Jurassic-Park-Küche hier. Original, oder? Hier ist er doch hin. Und da. Und der Village Sachaton sind dann hier so rum. Das ist es einfach. Leute, das ist Dynamit, Alter. Biotech. Ich bin hier ganz alleine. Alter, hier, guck mal. Biotechnisches Laboratorium. Jetzt haben wir eine Adresse da drauf, jetzt können die Leute auch hier hinfahren. Krass, was ist das? Digga, ich hab Dynamit gefunden, hier ist alles voll Dynamit. Den hab ich doch schon mal gesehen. Ist der nicht aus der Mauer gehen? Der sieht doch böse aus. Alleine im Keller. Schreibt's in die Kommentare, wer da Bock drauf hättet. Ich muss mal stohlen, Leute. Ey, was ja, ist los? Es geht. Ich bin ganz unten im Keller alleine. Smoke! Ist das ein extra Leben oder macht er mich nur groß? Oh, der hat eine Fluppe. Wäre richtig scheiße, wenn jetzt die Taschenlampe ausgehen würde. Dann wäre das nämlich ganz plötzlich so. Das wäre ich völlig am Arsch, Leute. Ich habe gar kein Licht mehr. Da kommt jemand. Hi guys, it's me again. The fuck. Hey. Ich weiß, dass seit gleich. Doors, Leute. Dann mal Zeit, dass wir jetzt noch mal alte Relikte finden. Hier müsste ich gerade stehen, Leute. Und dann kommt einer und ich schreie einfach los. Ja. Sah das mal so aus? Oder sollte das mal so aussehen? Stell mir mal vor, man geht jetzt hier rein. Ich bin im Keller, ganz unten. Hier sind Aufkleber an den Schränken von 1995. Ich bin hier ganz alleine. Oh, hier ist ein ganz langer Gang. Das ist unterirdisch, Leute. Das ganze Ding. Scheißhäuser, müsst ihr pissen?
Keine Ahnung. Er hat gesagt, er ist im Keller, aber ich habe ihn nicht. Tim, wo ist der Keller? Wo bist du? Wo bist du? Alter! Digga, der Keller ist riesig. Hier sind die Gefängnisse. Hinter Gittern, der Frauenknast. Hey, von hier wären wir gekommen. Hier steht doch alles unter Wasser. Ist aber keiner lang gelaufen, weil sonst wären hier Fußspuren. Der scheiß Walkie-Talkie. Digga, da hinten ist alles voll Wasser. Ich glaube, von da wären wir gekommen, wenn wir durch den Tunnel geklettert wären. Von wo? Von da. Da ist alles Wasser. Da können wir gleich ein bisschen durch. Guck mal, hier ist schon wieder dieses Kabel. Ich filme uns beide. Ja, ich habe mich fast gar nicht gefunden. Seid ihr sagt, von da vorne sind wir gekommen. Wo sind ja die anderen beiden? Die sind oben, die wollten nicht durchs Fenster klettern. So, hier sind aber auch unsportlich. Hier kann ich mir vorstellen, dass es immer tiefer wird. Und von da wären wir gekommen vielleicht. Was ist das, Öl? Bist du da hinten gelaufen? Nee, hier war ich noch gar nicht. Ich bin umgedreht beim Wasser. Ich habe gesehen, dass da keine Fußspuren sind. Dann wusste ich, du kannst nur in einer anderen Richtung sein. Lass mal da durchgucken. Wir haben ja die guten Lovas an, Leute. Hier ist wieder das gelbe Kabel. Das verfolgt uns komplett. Heizöl-Lagerraum. Krass, wie tief ist das, Digga? Guck mal, da kannst du runter. Alter! Wir werden safe hier irgendwo rausgekommen. Das sieht ein bisschen Titanic-mäßig aus. Oh, guck mal, das zerbröselt einfach. Und so zerbröselt das Rohr nun mal. Was ist da denn? So Filterbälle oder sowas. Irgendwie haben die da was gefiltert. Filterfälle! Da wären wir doch rausgekommen. Oh, wow. Hier ist Öl. Das ist Öl. Das ist Öl. Hier ist für uns Stoff. Hier geht's für Roofless Cat Ass los. Ne, Quatsch. Roofless TV. Okay. Schalte doch mal bei Roofless TV ein. Wir kennen die nicht. Ist auch keine bezahlte Werbung. Aber die sind cool. Mit dem Fredo. Aber es ist das Öl, da steige ich nicht rein. Ich habe richtig ölige Schuhe. Oh, meinst du, da kommt was raus, wenn ich hier drücke? 3, 2, 1. Ja, es ist fast rausgekommen, Digga. Wirklich? Ja, ganz kleines bisschen. Ey, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Wo seid ihr denn? Wir sind hier immer noch im Keller. Hier ist alles überschwemmt mit Öl. Wir sind jetzt wieder oben. Ich wiederhole, wir sind jetzt wieder oben. An der Oberfläche. Wow, was ist das denn? Scheiße. Wir können nicht laufen. Das ist alles voller Scherben. Ja. Hier ist eine Katze. Schlappen. Hier sind wir doch reingekommen. Erklär mir mal, was das ist. Das ist eine Eule, Alter. Das ist ja auch. Ja, das ist Schimmel, glaube ich. Auch unten sind Federn. Ja, der hat sich aufgehängt. An dem Seil von dem Fenster. Und das ist Schimmel. Nee, das ist Schimmel. Ist das Pfeifen oder Quietschen? Das ist gar kein. Das ist Pfeifmaus. Maus. Da will ich rein. Auf den Dachboden. Da geht nämlich die fette Scheiße ab immer. Hier ist ein Keller, Leute. Wo geht ihr denn hin?
Komm, wir gehen direkt nach oben. Und dann gehen wir runter. Für die Polizei, damit sie genau wissen, wen sie hier suchen müssen. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt erstmal einen abkacken hier. Yeah. Digga, we together. Wollen wir eine Wette abschließen? Was denn? Ob da eine Wurst drin liegt oder nicht? Ja, ich sag nicht. Nein? Nein. Ich sag, da ist eine Wurst drin. Ja, ist das nicht eine Wurst? Eine alte? Da ist überall Öl drin, ne? Ein toter Vogel, Mann. Oh. Dead Bird? Oh ja. Oh, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, das ist ein Spielzeug da hinten. Guck mal, was ist das? Camouflage? Das ist eine Isomatte. Desert Shadow. Hier hat einer gepennt. In der Ecke, Leute, guckt euch das mal an. Hier ist kein Fenster. Kein Fenster drin und das war wahrscheinlich immer so eine Küche ohne Herd, weil der da steht. Der hätte hier wahrscheinlich überhaupt nicht reingepasst. Ja, geil, Alter! Das ist genau die DVD, die wir jetzt schauen wollen. Do you know what? Saw. Ja. Kevin redet gerade von Zelda und jetzt darf ich auch mal. Habe ich nie gespielt. Oh, hier die alten Schränke. I don't know. Meine wunderschönen Löckchen. Schaut mal, wie lang die schon sind. Und hier eine schöne Stahlbürste ist da drin. Hier, Leon. Motorrad-Dings. Ist das eine Tüte? Was ist das für eine Maschine? Eine Ducati. Ducati, der weiß das einfach. Ich hätte gesagt, ein rotes. Ein rotes Motorrad. Voll ätzend hier. Richtig ätzend. Dusche gesperrt. Aber nicht für mich. Oh, yeah. Heute ohne Erschrecken. Ich ruf mal jemanden an. Nee, geht nicht. Hallo? Hier kannst du aber eigentlich irgendwo mal eine Karte da lassen von uns. Wenn du eine dabei hast. Mit unserem Handy nochmal oder was? Das ist nicht so schlau. Leukoplast, Leute. Kann ich mir noch mal schnell die Füße abbinden. Hier ist auf jeden Fall endlich mal auch noch was in den Schränken drin. Krass. Wenn man so um die Ecke geht und man weiß nicht, was da kommt. Und da einer steht und das ist so gruselig. Sind noch mal im Keller, jetzt kann ich mal ein bisschen leuchten, Leute. Oh, da. Ja. Oh, das ist doch Stranger Things. Ich hab den Ausgang an der Höhle gefunden. Ja. Oder? Oh, halt mal fest. Boah, krass, da können wir mal. Hier. Wollen wir da mal rein? Ich bin schon dabei, du musst meine Kamera nehmen. Was, ich muss ja auch runter. Ja, komm doch. Wenn ich da rauffalle, dann ist vorbei, ne? Ja, sieht schon. Aber ich hab das ja gelernt von den Roofless Heinis. Das geht nämlich so. Destination, Alter. Ich kann nicht aus dem Weg gehen. Ich kann dir den Stuhl wegnehmen. Oh. Mal gucken, was geht. Soll ich dich in den Arm nehmen? Kamera angeblich. Ihr habt die falsche Kamera. Warte, nimm die Taschenlampe. Das war's einfach schon. Geht's um die Kurve noch? Ne. Bist du sicher? Da gibt's gar nichts. Das ist einfach Ende. Ja. Hier ist das. Aber jetzt nicht so.
Das war einmal kurz spannend. Ey, das hätte auch richtig geil hier noch irgendwo hingehen können. Das ist ja jetzt ernüchternd. Die besten Aufnahmen. Von ich weiß nicht, ob ich hier wieder rauskam. Ich muss auch die ganze Zeit scheißen, Alter. Aber nicht hier, wenn ich hier irgendwie... Ich wollte gerade einen loslassen. Komm, darf ich ein? Oh, das war die Mücke hier. Mücke? So, ich... Ist das so gut, wenn ich hier auf die Leitung trete? Ja, ja, allerbeste. Ist so, ne? Ja, ja. Zum Notfall war jetzt ein Scheiß. Ich spiele eine Kacke. Ey, das ist auch richtig in den Tunnel geschissen hier. Ich muss lachen. Oh yeah, Digga, jetzt stinkt er hier richtig, ey. Das muss ich nicht sagen. Oh, boah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Er macht das als Illegal. Ja, er kann das ja auch. Da war es wieder reingefallen. Ja, das sind echt geschoben. Ja, das glaube ich, Alter. Ich hab voll in die Höhle geblickt. Es gab keinen Ausweg. Was ist denn hier noch? Oh, Alter. Kannst du mir mal rein? Was ist das? Ich sag doch da mal was. Wie sagt die Eule sich ein? Das sieht mir so aus, wenn man das aber nicht mehr machen. Wieso hat die Eule sich ein? Weil die ein hartes Leben hat. In der Fabrik. Nee, also. Entweder freiwillig oder unfreiwillig. Hier, yeah, siehst du. Sonnabend, 3. Dezember 1977. Nähe Neumünster bringt Vorteile und Probleme. Das ist interessant. SPD-Politiker besuchen gemeinsam das Amt des Augruck. Augruck, die Nähe der Stadt Neumünster bringe. Für die Einwohner der umliegenden Dörfer zwar gewisse Vorteile, jedoch seien gewisse Probleme nicht von Hand zu weisen. Diese Ausführung ist ja geil. Guck mal, was ich hier geschrieben habe. 3. Dezember 77. 1977. Oh mein Gott, hier kannst du wunderschöne Stiefel kaufen. Ich würde irgendwie drin lecken, jetzt gerne nehmen. Oh, Müllermilch! Ist hier auch noch eine Kohle. Oh mein Gott! Da hat jemand doch versucht, die 50.000 Euro zu gewinnen. Hier ist doch selbst noch eine Cola irgendwo. Stimmt. Eine Cola von 19. Hier, vielleicht. Oha, hier ist ja richtig noch was los. Wir haben hier eine geheime Wohnung gefunden. Durch den Keller geht noch eine geheime Treppe hoch. Und jetzt sind wir hier in so einer Geheimwohnung. Voll crazy. Hast du gefragt? Ja. Sag da einfach so. Das ist heute schon nicht so geheim aus. Er riecht gut, ne, heute? Recht. Kevin hat noch einen Schokomuffin ausgegeben, bevor wir hergekommen sind. Ist der das? Stinken die so? Schreibt's in die Kommentare. Naja. Habt ihr hier hinten schon geguckt? Yes, sir. Okay, sir. Ich glaube, dann war's das. Das war... Das Lost Place. Nicht spannend, aber unterhaltsam. Also ich fand Reha Klinik tausendmal krasser. Ja. Wie Seidler schon sagte, das ist tatsächlich dieses zu öffentlich. Ja. Zu nah an der Straße und die so. Die Leute, ne, kennen das. Ich meine, Reha Klinik war auch direkt nah an der Straße, aber das war irgendwie so ein bisschen so abgezäunt. Da war zumindest ein Zaun, den wir wegschieben mussten. Ja. Tja Leute, das war's jetzt mit Lost Place für heute. So richtig dolle war das ja nicht, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Was war das für ein Tag? Es ist 1 Uhr 12, Leute. Was gibt's noch zu sagen? Ich weiß nicht, ich bin voll müde. Ich glaube, ich bin noch voll benebelt von dem Schimmelgeruch. Auf Wiedersehen, Leute, und abonniert den Channel. Glockt an der Glocke mit der Glockler. Pop, pop, pop. Leute, abonniert den Channel, kommentiert. Dankeschön. Leute, tschüss.